Ja, heute haben wir eher ein ernstes Thema, denn wir gucken, ob Yu-Gi-Oh! Am Abgrund steht. Wir gucken uns einfach an, wie lief das Jahr 2020, wie läuft es jetzt und natürlich sage ich dann auch noch meine Meinung. Außerdem wird es eine kleine Ankündigung geben und ich würde sagen, wir legen direkt los. Also, zunächst einmal gucken wir uns das Jahr 2020 an. Ja, und 2020 gab es gar nicht so viel, zumindest auf der Eventseite, denn ja, seit fast genau einem Jahr gab es keine großen Events mehr. Denn das letzte große Event war YCS Utrecht, ja, 2020 eben im Februar. Doch trotz der mangelnden Events kamen einfach nach und nach immer weiter gute Produkte raus, wie zum Beispiel Dual Overload, Toon Cars oder Maximum Gold oder die Tin Boxen. Also an Produkten hat es nicht gemangelt, denn es gab eigentlich ziemlich viele und ziemlich gute Produkte. Doch was bringen einem natürlich diese ganzen Produkte, wenn es einfach keine Events gibt? Klar, man kann die Karten einfach sammeln, halt für Sammler, aber eben zum Spielen sind sie sehr schwer zu gebrauchen, weil es einfach keine Events gab. So fiel auch sehr deutlich auf, dass einfach immer mehr Profis angefangen haben, all ihre Karten zu verkaufen. Man konnte einfach so im Frühling sehen, dass sehr viele Karten verkauft worden sind und vor allen Dingen auch Metakarten. Und da hat man einfach gesehen, ja, die Leute wissen, es kann sehr, sehr lange dauern, bis das nächste Event ist. Und dementsprechend ging einfach auch die Motivation bzw. der Hype um Yu-Gi-Oh! Generell ein bisschen zurück. Doch dann kam Remote Duel und Remote Duel hat so, ja, ein paar schlechte Seiten. Zum einen natürlich, man braucht auf jeden Fall ein Equipment. Das bedeutet, man braucht mindestens eine Kamera oder ein Handy, geht auch als Kamera, aber dafür ein passendes Stativ und natürlich braucht man Discord und ja, das ist schon eine große Einstiegshürde für den einen oder anderen. Und zum anderen hat man natürlich noch die Gefahr, dass der Gegner vielleicht cheatet, weil der auf einmal, hupsala, da habe ich eine neue Hand gehabt. Und zum anderen natürlich braucht man dafür ein Originaldeck. Das bedeutet, man muss sich die ganzen Karten wieder kaufen. Da viele einfach ihre Karten verkauft hatten, war Remote Duel jetzt nicht so das Wahre, weil man müsste dann ja einfach wieder alle Karten kaufen. Zumal es natürlich immer noch sehr teure Karten gab. Das bedeutet einfach, dass ihr einfach eine 70-Euro-Karte kaufen musstet, um eben dieses Deck komplett zu kriegen. Und ja, für was? Für Remote Duel? Es gab ja keine großen Events, sondern einfach nur vielleicht Online-Locals oder eben mit Freunden spielen. Dafür hat sich das nicht so ganz gelohnt und deswegen wurde Remote Duel dann einfach auch nicht so angenommen, wie man es vielleicht erhofft hatte. Also kann man auf jeden Fall sagen, dass die Spielerzahlen an sich sehr zurückgegangen sind. Es gab zwar das ein oder andere Online-Event, aber dafür brauchte man ja keine Karten. Und generell gingen die Spielerzahlen halt runter, vor allen Dingen als dann auch die Locals-Läden anfingen eben zu schließen und nicht mehr aufzuhaben. Doch dies hat natürlich fatale Folgen gehabt, vor allen Dingen für die Läden selber, denn inzwischen stehen schon sehr viele Läden kurz vor der Pleite und überlegen halt vielleicht insolvent zu gehen, beziehungsweise den Laden eben dadurch für immer zu schließen. Und auch die Online-Händler haben 2020 einfach gespürt, dass generell weniger Yu-Gi-Oh! Gekauft wurde. Denn ja, es stimmt zwar, dass die Online-Händler immer noch mehr Umsatz gemacht haben als einfach irgendein Laden, aber dennoch konnte man einfach merken, dass eben die Umsätze bzw. die Einkäufe zurückgingen. Und ja, ich muss zugeben, wenn man sich das alles zusammengefasst anhört, klingt das eher nicht so rosig. Und man muss einfach wirklich sagen, dass es sehr so wirkt, dass Yu-Gi-Oh! In eine kleine Krise kommt. Vor allen Dingen im November 2020 hat man einfach gemerkt, insgesamt niemand hatte wirklich mehr Interesse, die Decks waren langweilig, neue Karten hat sowieso keiner gekauft, Produkte wollte man auch nicht so kaufen. Maximum Gold hat dann einen kleinen Peak gemacht, aber auch hier eher was für die Sammler als für die Spieler selber. Also ja, sah nicht so gut aus. Doch die große Frage, die man sich jetzt natürlich hier stellt, ist das der Abgrund für Yu-Gi-Oh!? Stürzt Yu-Gi-Oh! Ab? War es das schon? Oder ist da vielleicht noch Hoffnung? Oder ist man gar nicht am Abgrund? Ja, hier kommen wir auf jeden Fall auch zu meiner Meinung, denn die Antwort ist nein, Yu-Gi-Oh! Steht nicht vor einem Abgrund. Ganz im Gegenteil, ich würde sogar behaupten, dass Yu-Gi-Oh! Gerade auf dem Weg ist, den größten Hype überhaupt zu generieren. Doch wie passt das denn mit 2020 zusammen? Denn da sah es ja echt nicht so gut aus. Naja, ich will es mal erklären. Es stimmt zwar zunächst, dass das alles, was 2020 passiert ist, auch wirklich passiert hat. Und ja, es hat auf jeden Fall einen Schaden davon getragen, allein eben für die Locals-Läden. Jedoch konnte man sehen, dass Remote Duel jetzt langsam, ja zumindest angenommen wird, denn das zweite Extravaganza hat stattgefunden.
Falls ihr nicht wisst, was das ist. Das ist ein offizielles Konami-Event, was auch schon ziemlich groß ist. Das letzte hatte eben über 150 Teilnehmer. Und ja, es fand eben in Remote Duel statt und die Preise konnten sich auch sehen lassen. Also konnte man klar erkennen, dass die Zahlen eben nach oben gegangen sind im Vergleich zum letzten Event. Das bedeutet, Remote Duel, ja, wird einfach angenommen. Doch woran das liegt, liegt vielleicht auch an den neuen Produkten. Denn es kam jetzt ein neues Hauptset raus. Und ich muss sagen, das ist eigentlich ein ziemlich gutes Hauptset. Viele würden jetzt sagen, hä? Wieso? Das ist doch gar nicht so gut. Doch, im Gegenteil, es ist eigentlich ziemlich gut, denn es bietet sehr viele verschiedene Sachen. Zum einen das bewaffnete Drachenthema, was sehr gut ist eben für Sammler oder natürlich auch für Retro-Spieler. Doch nicht nur für die Sammler und Retro-Spieler hat man hier etwas. Nein, man hat hier auch etwas für die Metaspieler, denn zum Beispiel Topf des Wohlstandes ist eine sehr gute Metakarte, die vor allen Dingen in Zukunft sehr relevant sein wird. Doch nicht nur dieses Hauptset sorgt dafür, dass das Interesse wieder steigt. Nein, auch die nachfolgenden Produkte sind ganz interessant. Klar, das nächste Structure Deck ist eher so okay, hat ein paar nette Reprints, aber ist halt jetzt nicht so krass, wie man es erhofft hatte. Alle dachten, ja, vielleicht kommt Crossout raus, aber ja, ist halt nicht so. Doch das nächste Set, was dann kommt, ist eigentlich vielleicht sogar das beste Produkt 2021, denn die Rede ist vom Ghost from the Past. Ghost from the Past hat jetzt schon einen Mega-Hype und alle freuen sich eben auf die neuen Ghost Rares und vor allen Dingen auch freuen sich viele auf die Reprints, die noch nicht mal bekannt sind und dennoch sorgt es einfach für einen dermaßenen Hype. Wir merken also, Remote Duel wird immer mehr angenommen. Zusätzlich lassen die neuen Produkte einfach die Herzen wieder höher schlagen. Doch es gibt noch mehr, denn zum Beispiel gibt es die Lost Art Promos eben für die Läden. Das bedeutet, wenn ihr zu einem Laden geht, der eben dieses Angebot hat, könnt ihr für 30 Euro euch dort was kaufen und kriegt eben eine besondere Karte, die auch meist was wert ist. Ich finde einfach sehr gut, dass es so etwas gibt, denn so kann man die Läden unterstützen und bekommt sogar noch etwas zurück. Also Leute, unterstützt eure Locals. Allein das alles könnte schon reichen, dass man sagen kann, okay, ich sehe es ein, Yu-Gi-Oh! Steht nicht am Abgrund. Ja, Yu-Gi-Oh! Hat eine große Zukunft. Doch es gibt noch einen großen Faktor, der auf jeden Fall noch dazu beiträgt. Denn zurzeit gibt es eigentlich einen sehr großen TCG-Hype. Und ja, Leute, alle denken jetzt natürlich eher an den Pokémon-Hype. Und das stimmt auch. Pokémon ist gerade sehr am Hypen, vor allen Dingen die Openings und die alten Karten. Es gibt sehr viele Packs, Trimax und etc. haben da schon etliche Videos zu gemacht und es kommt auch sehr gut an. Und wenn man einfach an Pokémon denkt, denkt man zum Teil auch an Yu-Gi-Oh! Denn in der Kindheit hat man oft beides gesehen, Yu-Gi-Oh! Und Pokémon. Und ja, viele sagen sogar auch, Pokémon ist nicht so meins, Yu-Gi-Oh! War schon immer mein Ding. Und deswegen kommt jetzt auch der kleine Hype zu Yu-Gi-Oh! Und so kommen einfach die ersten Videos zu Yu-Gi-Oh! Von normalen YouTubern. Das bedeutet, zeigen ihre Sammlung oder machen eben ein Opening. Wie zum Beispiel Trimax, der einfach ein Display geöffnet hat, was mehr als 2000 Euro wert war. Doch inzwischen machen nicht nur große Leute wie Trimax Videos dazu, nein, ebenfalls auch andere YouTuber, wie zum Beispiel Gamer Brothers, MikiTV oder inzwischen auch Evanjo. Gerade die letzten drei Personen sind sehr interessiert an Yu-Gi-Oh! Und werden sicher noch das ein oder andere Video zu Yu-Gi-Oh! Machen. Und sie haben natürlich eine riesen Reichweite und erreichen ganz viele neue Leute, die dann eben ebenfalls anfangen, Yu-Gi-Oh! Zu sammeln oder vielleicht sogar zu spielen. Ich denke einfach, Yu-Gi-Oh! Ist auf einem sehr guten Weg und ich denke, die Community wird immer und immer größer werden. Und ich denke, wenn das erste Event stattfinden wird, dann werden alle Rekorde gebrochen. Ich glaube nämlich, dass die Turniere dann größer sind denn je. Ja, und das war auch meine kleine Meinung zu dem ganzen Thema. Falls ihr eine andere Meinung habt, lasst sie mich wissen. Und ja, jetzt kommen wir auch zu der kleinen Ankündigung, die ich zu Beginn halt eben angeteasert habe. Und zwar, ja, es gibt keine Events und deswegen, ich werde dieses Jahr wieder mehr Online-Turniere machen. Das heißt, Turniere von mir wird es in Zukunft wieder geben. Und falls ihr euch fragt, wie ihr Yu-Gi-Oh! Bzw. der Community helfen sollt, unterstützt wieder eure Locals, kauft etwas für 30 Euro, bekommt die Lost Art Promo, ist ziemlich cool auf jeden Fall. Und ich würde sagen, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und viel Spaß beim Duellieren.